Hallöchen und willkommen zu einem kleinen Lutschist. Das erste Mal tatsächlich. Ich wollte das schon öfter mal machen, aber habe ich mir dementsprechend, ja, habe ich noch nicht gemacht. Aber heute mache ich das tatsächlich mal und ich versuche es auch wirklich monatlich irgendwie hinzubekommen. Ich habe die erweiterte Geschichte in diesem Fall. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Ich habe die noch nicht aufgemacht. Ich habe nur das Klebeband einmal geschnitten, damit ich das jetzt nicht hier machen muss. Und ich sehe dick aus, ne? Aber ich bin ganz, ganz dünn. Naja, egal. So, dann schauen wir uns das gleich mal an, was da so drin ist. Das Thema weiß ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht. Nee. Habe ich vergessen, ich glaube, das wurde, es wird zwar immer angelinkt, aber habe ich vergessen, weil wir vom letzten Mal, was das für ein Thema ist, aber das schauen wir uns gleich mal an. Und wie man sieht, mache ich das natürlich ungeschnitten, weil das halt, das Schneiden dauert länger als die Aufnahmen, glaube ich. So, ich dementsprechend habe hier einmal die schöne Loot Sheets Box Geschichte. Und da schauen wir mal, ich habe das da aufgeschnitten. Wo war das denn? Da gucken, ob ich das richtig aufgeschnitten habe. Ja, habe ich richtig aufgeschnitten. So, dann gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier für... Okay. Also, so sieht es aus dementsprechend. Also man sieht, ich habe da noch nichts gemacht etc. Ich habe wirklich nur das Klebeband aufgemacht, damit das hier nicht im Video machen muss. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Postkarte. Okay, wenn ich das hier jetzt schon sehe, ist das ein Zelda-Thema. Und... Das ist einmal die Postkarte dazu. Ach, jetzt sehe ich das erst im Video. Ich konnte das gerade nicht erkennen, was das für ein Coverage ist. Aber jetzt sehe ich das tatsächlich im Video, was da drauf ist. Das sieht man. Man sieht dieses Gepünkelte nicht im Video. Das ist tatsächlich schwer zu erkennen. Naja, für meine Augen scheinbar. Aber egal. Jetzt habe ich es erkannt. So, was haben wir hier noch? Ich habe übrigens, falls ihr die auch habt. Okay, das scheint nicht nur ein reines Zelda-Thema zu sein, sehe ich gerade. Falls ihr dementsprechend die auch habt. Ich habe die erweiterte, also die größere Version. Das heißt, wenn bei euch was fehlt, dann ist es das, was nur in der größeren Version drin ist. Nur zum Hinweis. So, ach übrigens, ich werde dafür... weder von Lucis oder sonst irgendwas halt nicht gesponsert oder ähnliches. Das mache ich von mir aus, weil das halt dementsprechend mir immer ganz gut gefällt. Ein Zelda-Kalender 2021 haben wir dementsprechend dabei. Das drehe ich einmal um. Und... das ist jetzt noch eingeschweißt, das werde ich auch erstmal nicht rausnehmen. Ich habe verschiedene Sachen tatsächlich, ich muss echt ein Regal freiräumen, wo ich dann vielleicht tatsächlich auch überlege, im Livestream auf Twitch entsprechend dann vielleicht sogar Giveaway zu machen oder ähnliches, weil ich vieles selbst so nicht unbedingt behalten will. Dann gibt es hier noch ein Schal. Auch in ähnlichen Style wie halt dieses Gepünkelte sieht man nicht, aber ähnliches Style wie hier. Mit paar Mannequinen drauf. Ja, das kennen wir eigentlich alles so ein bisschen. Halt auch noch, gehört halt auch noch zum Thema. Mario und so, ne? Aber die haben es diesmal gemischt, sehe ich hier gerade.
Weil jetzt kommt ein komplett anderes Thema, so wie es ausschaut. Also Schal. So. Jetzt kommen wir nämlich dazu. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das sieht nach einer Müsli-Schüssel aus. Das gab es, glaube ich, schon das letzte oder das vorletzte Mal schon, so eine Schüssel. In diesmal dementsprechend Game of Thrones. Ich pack das mal kurz mal aus. So ein bisschen geklebt alles hier, weil, wie schon sagte, ich habe es halt noch nicht aufgemacht. Jetzt mache ich das mal einmal auf. Okay. Was ist das dazu? Ich habe keine Ahnung, was das Teil zu einer Müsli-Schüssel. Vielleicht soll das als Deckel dienen. Aber Winter is coming, Stark. Ja, ein bisschen verschmutzt, aber das ist normal. Also dementsprechend haben wir hier noch drauf. So. Genau. Kann man als Kaffeebecher, das ist auch ein großer Kaffee, als vielleicht sogar das Müsli. Letztes Mal war es, das ist tatsächlich kein, ich sehe gerade einen Henkel, beim letzten Mal war das ohne Henkel. Dementsprechend war das auch wirklich so ein Müsli-Ding. Und wenn ich hier rüber gucke, dann gucke ich immer aufs Bild, dementsprechend, ob man das auch alles richtig sieht. Wie ich schon sagte, ich schneide das nicht. So. Das packen wir mal hier wieder so rein. Muss echt nämlich mal Platz machen bei mir hier irgendwo. Ich muss mal echt mal gucken, dass ich vielleicht mir bei Amazon oder sowas mal so ein Regal für die Wand oder sowas. Ich habe hier echt viel Platz, was an der Wand angeht. Bloß halt nicht, was auf Boden angeht. So, dann. Okay. Spong Bob. Wer kennt das denn nicht? Bubble Drink, Ananas. Was ist das? Ist das Energy Drink oder was ist das? Wo ist denn das Deutsche? So, gekühlt servieren. Es ist auch kalt. Ich habe es übrigens gerade frisch von der Packstation gehört, geholt. Das heißt dementsprechend, das ist kalt. Es lag über Wochenende in der Packstation, weil ich keinen Bock habe, zur Packstation zu laufen. Dementsprechend mache ich das heute erst. Aber made in Austria. Ich sage das mal ganz kurz. So. Ja. Ne, das ist. Ich guck mal kurz mal. Ist das ein Powerdrink oder ist es einfach nur. Guck mal kurz mal die Inhalte, die ich gerade suche. So, Wasser, Zucker, Kohlensäure, Zitronensäure, Beta, bla bla bla. Ich suche gerade nur, ob hier irgendwo drin steht Vitamin, bla bla bla. Okay, das ist ein stinknormaler Drink, also kein, ist nicht koffeinhaltig, also dementsprechend kein Getränk zum Wachsein bleiben. So, was haben wir denn noch? Was haben wir denn hier? Wir haben Zauberwelten. Ich vermute, das gehört zur erweiterten Version. Zukunft, Vergangenheit, da wird dementsprechend scheinbar Cyberpunk und so alles angesprochen. Ja, das ist ein kleines Magazin. Vorschau Winter 2020, Frühjahr 2021. Games am Horizont. Far Cry 6, Bloodlines 2, Werwolfe PS4 und noch einiges mehr. Cyberpunk wird da entsprechend nochmal drüber berichtet. Scheinbar. Aber ich will hier nichts vorwegnehmen.
Dementsprechend war das dann noch mit auch noch mit dabei. Also wie schon gesagt, ich habe die erweiterte Version. Ich weiß nicht, was dazu so erweitert, und das können wir gleich mal gucken. Das steht nämlich meistens am Schluss dann auch bei. So, dann ein T-Shirt. Was ist das denn? Ich habe übrigens XL-Größen immer. Das T-Shirt, das packe ich mal aus. Ich will es mal gucken, was da drauf ist. Ja, das ist der Nachteil, wenn man es vorher nicht macht. Man muss erstmal den ganzen Kram hier raustüdeln. Meine Katze guckt nur so komisch. So, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Okay, das kann ich erst nirgendwo richtig zuordnen. Ich zeige das gleich. Ich muss kurz mal gucken. Meistens steht das in Inlay drin. B und C Collection. Ja, passt nicht. Also dementsprechend. So. ist das dann entsprechend drauf. Vielleicht kann das jemand zuordnen zu einem Spiel. Ich ehrlich gesagt gerade nicht, aber das werde ich wahrscheinlich irgendwo gleich in der Übersicht noch finden. Da ist ja meine Beilage dabei. Packen wir kurz mal wieder ein. Dass das so ein langes Video wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit 11 Minuten, okay. Ist ja auch viel drin. So, was haben wir hier? Wir haben eine Leseprobe. Ja, das habe ich schon gesehen in diesem Prospekt. Da wird schon für das Buch geworben. Und hier gibt es dementsprechend eine Leseprobe. Und Community-Kram-Geschichte. So, jetzt kommen wir jetzt dementsprechend. Also das war schon mal das, was alles drin war. Jetzt schauen wir doch mal, was gehört denn zur normalen Version? Noch ein kleines Poster drin. Alter, im Video sehe ich das mehr, besser als so, wenn ich davor bin. Alter Schwede. Kommt irgendwie besser rüber. Okay, das T-Shirt. Ja, okay, das kommt von Ersmite Tis Heroes. Mrs. Adventures T-Shirt. Okay. So, zur Tasse. Genau. Also sind auch mal die Marktpreise immer drin. Das lohnt sich tatsächlich wirklich. So, die Karte war gratis, die Postkarte. Also dementsprechend, ja, da war ja auch die Info halt von Lucis drauf. So, was ist denn die erweiterte Geschichte? Ja, der Schal. Ist das in diesem Fall? Schal Space Invaders. Das ist in Plus drin. So, das nächste Mal Quartal 1 2021, Resident Evil sowie Quartal 2 2022, der Herr der Ringe, die machen da einen Sprung. Aber ich denke mal, das machen die mit Absicht, damit halt die Überraschung halt nicht verloren geht. Meistens die mit, also Zelda war ja jetzt auch so weit richtig, aber da war halt nicht nur Zelda bezogen drin. Also dementsprechend ist da immer Überraschung mit dabei. So. Jo. Das können wir ja auch dementsprechend. Na? So. Ja, das war's auch schon. Das Ding ist leer. Da ist nur das Übliche immer drin, dieses eine Bleiblatt für die Community-Geschichte. Und ja, das ist Fazit im Endeffekt wieder mal nicht so schlecht. Also wie schon gesagt, der Schal selbst dementsprechend ist im Plus mit dabei. Ne?
Also wer die normale Version hat, wird den Schal nicht dabei haben. So, also, dann wünsche ich euch, die das auch entsprechend haben, viel Spaß und die das vielleicht zukünftig haben werden wollen. Ne? Ihr wisst ja dementsprechend, losschießt. .de und kann man sogar dementsprechend von Vergangenheit und so weiter auch bestellen. Wie ich schon sagte, das ist tatsächlich, da ich davon selbst überzeugt bin, keine Werbung in diesem Sinne, dass man dafür bezahlt wird oder ähnliches. Das mache ich aus freien Stücken dementsprechend, weil das mir persönlich tatsächlich auch immer jeden Monat auch ganz gut gefällt. Weil da ist wirklich immer Überraschung dabei und dementsprechend, naja, ihr kennt das ja dementsprechend, aber für die, die das halt nicht kennen, ne? Ist schon ganz, ganz, ganz nett. Also, dann war es das auch schon, dass es jetzt 16 Minuten gedauert hat, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich wäre so mit einem, keine Ahnung, 10 Minuten Video vielleicht fertig, aber egal. Dann danke ich fürs Zugucken. Lasst ein Follow da. Gefällt mir, wenn es euch gefällt, entsprechend. Und ja, dann hoffe ich mal, dass ich das auch fortsetzen kann, jetzt jeden Monat zeitlich. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil ich halt das nicht schneide. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Also.